Wie ich sehe, bist du nun bereit, Balmora hinter dir zu lassen. Gut. Dass Commander Rylon eliminiert ist, gibt meinem Spionagenetzwerk Sicherheit. Doch es gibt noch zu tun. Ich werde keine Fehler machen. Jede neue Herausforderung birgt das Risiko des Scheiterns. Nun, bevor ich dich auf Nomen Kaa und seinen Padawan loslasse, musst du meinen Spion auf Nar Shaddaa eliminieren. Begib dich sofort dorthin. Ah, da bist du ja. Wie ich sehe, bist du auf Nar Shaddaa gelandet. Dem erbärmlichsten Ort der Galaxis. Ein Ort ganz nach eurem Geschmack, Baras. In meiner Jugend vielleicht. Nar Shaddaa ist eine Hochburg der Leichtsinnigkeit und Ablenkung. Glücksspiel, Spice, Schwarzhandel und Bandenkriege. Aber du bist hier, um meinen Spion Agent Delocon auszuschalten. Eigentlich eine einfache Aufgabe. Aber Delocon hat jetzt einen mächtigen Verbündeten. Nennt mir seinen Namen, damit ich ihn auf seinen Grabstein schreiben kann. Agent Delocons neuer Wohltäter ist ein junger Sith-Lord namens Ratari. Er ist ein Emporkömmling, der offen meine Methoden kritisiert. Ratari bevorzugt ein direkteres Vorgehen. Der Rat der Sith hat ihm die Verantwortung der Sith-Belange auf Nar Shaddaa übertragen. Dieser Ratari und ich scheinen einiges gemeinsam zu haben. Wenn er mich weiter so provoziert, wird er schon bald tot sein. Ich glaube, das willst du nicht mit ihm gemein haben. Agent Delocon kennt viele Details meiner Organisation. Eine solche Informationsquelle kann ich nicht in Rataris Händen dulden. Brenne Ratari nieder. Zerstöre alles, was er sich erarbeitet hat. Und töte Agent Delocon. Sie werden unglaubliches Leid erfahren. Halidrell Setzen leitet meinen Sklavenhandel auf Nar Shaddaa und leistet schon seit Jahren ausgezeichnete Arbeit für mich. Sie erwartet dich und wird dir über Rataris Vorhaben und Interessen berichten. Das ist alles. Meichelt euch ein, wie ihr wollt. Die Exchange übernimmt euer Geschäft. Egal, wie viel Honig ihr mir um den Mund schmiert. Glaubt mir, ihr werdet das Süße dem Scharfen vorziehen. Einen Schritt näher und ihr werdet von 2 Dutzend Sith umstellt. 2 Dutzend? Netter Versuch, Schätzchen. Ihr sind keine Sith. Genießt eure letzten Atemzüge. Na, was sagt ihr jetzt, Angeber? Ha! Wir wurden ausgebildet, um Sith auszuschalten. Gut, dass wir das jetzt zeigen können. Tötet den Sith! Ihr habt ein Talent für dramatische Auftritte. Ich hätte das wahrscheinlich auch selbst geschafft, aber ich bin trotzdem dankbar für euer gutes Timing. Ihr seid die Schülerin, von der Darth Baras berichtet hat, oder? Endlich hat es jemand erkannt. Ich habe ein Talent für das Offensichtliche. Darum bitte ich Baras auch immer um eine Gehaltserhöhung. Halidrell Setzin, ihr seid also hier, um Lord Ratari auszuschalten. Das wird nicht einfach. Normalerweise erscheint er, vernichtet und verschwindet dann wieder. Ihr werdet ihn aus der Reserve locken müssen. Er hat ein paar dicke Geschäfte am Laufen. Wenn ihr die platzen lasst, habt ihr seine Aufmerksamkeit. Ihr solltet euch bei dieser Sache besser sicher sein. Wenn ihr ihm sein Geschäft vermasselt, wird er euch in kleine Stücke hacken wollen. Ein Tipp, wo ihr anfangen könntet. Ratari hat kürzlich das Huttenkartell unter Druck gesetzt. Es heißt, dass sie ihm bald einige wichtige Gebiete überschreiben werden. Er und sein Schüler Girik hatten eine Konferenz mit den Hutten in deren Kartell-Hauptquartier. Also, wenn ihr da reinplatzt... Wäre Ratari nicht gerade sehr erfreut? Genauso wenig wie die Hutten. Das Kartell ist mit dem Imperium verbündet. Ratari kann sie nicht einfach angreifen. Er muss diplomatisch vorgehen. Leider gilt dasselbe auch für euch. Wenn ihr euch mit den Hutten anlegt, sollte besser keiner übrig bleiben, der euch identifizieren kann. Sie haben alle ihr Leben verwirkt. Könnte schwierig werden. Die fetten Schnecken haben ein paar ziemlich gewiefte Leibwachen. Ich muss mich jetzt um eine Sklavenlieferung kümmern. Aber ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Viel Glück. Ihr solltet euch besser dem Willen des großen Lord Ratari beugen. Tretet die Gebiete ab, bevor er seine Geduld verliert.
Oyatuka changa gotupola do potata wanawanki. Ich wusste, dass die Hutten kein Rückgrat haben, aber dass sie derart kriechen. Haguabaska bunyu, waska. Ich sage euch, wer das ist. Das ist der Schüler eines greisen Sith namens Darth Barras. Richtig. Mein Meister und ich haben euer Kommen erwartet. Habt ihr euer Verhängnis auch erwartet? Uchuso yomata chitoya. Nakma noyo choskinawi. Schweigt oder ich töte euch und eure Leute zusammen mit Rataris Kriecher hier. Chanusa asubui mota oipad moja ipochakula. Eso puda no pachunki faguta jibotovogisa. Wenn ihr den Fehler macht, euch gegen mich zu stellen, werdet ihr heute sterben. Kili kali koka. Waguta polko chopting wampala hagwa kilak jikoska. Cha porko udmangisa mitisa roda kopara. Tachtamin chista luka ubaziki tanti ruha. Korweni naka kisori fe opa uta guta. Genug Zeit verschwendet. Das Ende ist nah. Ikunamo ubanjoralipa istimboko. Unsere Allianz beginnt mit dem Tod von Barras Handlanger. Angriff! Unglaublich! Lord Ratari wird euch und euren Meister trotzdem vernichten. Euer Meister wird euch schon bald folgen. Man hört überall, dass Rataris Konferenz mit den Hutten gestört und sein Schüler getötet wurde. Niemand weiß, wer die Hutten getötet hat. Ich bin sehr beeindruckt. Die Allianz des Imperiums ist intakt. Es ist zu schade, dass Ratari nicht da war, aber ich wette, er raucht vor Wut. Wenn er da gewesen wäre, würde seine Leiche jetzt rauchen. Keine Bange, das passiert schon noch. Den Kampf wird er sich nicht entgehen lassen. Ich habe noch eine Idee. Ratari steht kurz davor, die republikanische Operationsbasis im oberen Industriesektor zu übernehmen. Da sein Geschäft mit dem Kartell geplatzt ist, wird er sich garantiert darauf stürzen, die republikanische Garnison zu vernichten. Ich werde so lange Türen eintreten, bis ich ihn finde. Hartnäckigkeit ist wohl eine Eigenschaft aller Sith. Auch wenn Ratari nicht dort ist, wird er euch aufsuchen, wenn seine Geschäfte gestört wurden. Ein Kampf wird unausweichlich sein. Rückzug, Männer! Hier sammeln! Was geht hier vor, wenn ich fragen darf? Wir sind dabei, der Republik eine schwere Niederlage beizufügen. Ich bin General Clickton und leite diese Operation im Namen von Lord Ratari, dem vom Rat der Sith die Verantwortung für Nar Shaddaa übertragen wurde. Warum greift ihr die Leute des Imperiums an? Lord Ratari ist mein Feind und jeder, der für ihn arbeitet, muss sterben. Ihr gehört zu Darth Barras. Ich habe Anweisungen, euch auszuschalten, solltet ihr den Fehler machen, hier aufzutauchen. Jetzt bin ich hier. Tut, was ihr tun müsst. Meine Leute haben die beste Ausbildung in der ganzen Galaxis. Ihr seid nur eine kleine Unterbrechung, bevor wir mit der Vernichtung der republikanischen Garnison fortfahren. Zum Angriff! Sir, der Sith hat beim Kampf gegen unsere Feinde viel Kraft verloren. Wir sollten die Gelegenheit nutzen. Nach dieser Vorstellung halte ich einen Kampf nicht für unsere beste Option, Weckland. Bleibt zurück und gebt mir Deckung.
Sith. Ich bin Commander Norlin. Ich bin für die Verteidigung verantwortlich. Ich bin unbewaffnet. Ihr riskiert viel dabei, mir ohne Waffe entgegenzutreten. Ich glaube nicht, dass mich ein Blaster retten würde. Wir wollen keinen Kampf. Aber wir können das Gebiet auch nicht einfach aufgeben. Was fordert ihr? Ihr lebt nur durch meine Gnade. Vielleicht brauche ich euch eines Tages noch. Dann könnt ihr den Gefallen zurückzahlen. Nun gut. Wenn eure Mission nicht den Interessen der Republik widerspricht, verspreche ich, euch zu helfen. Hier ist meine Holofrequenz. Ich werde euch antworten. Ihr habt mein Wort. Bis wir uns wiedersehen, Sith. Männer, der Kampf ist vorbei. Kümmert euch um die Verwundeten. Meine Basis wird angegriffen. Ich habe mich mit meinen letzten Leuten im Kommandozentrum verschanzt, aber die Türen halten nicht mehr lange. Ich bin gleich da, Halidrell. Versucht durchzuhalten. Wir tun unser Bestes, aber ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ah! Sie sind im Kommandozentrum. Ich habe nie so viel Macht gesehen. Oh nein. Schon besser. Offensichtlich hat euch Darth Barras nicht genau darüber informiert, mit wem ihr es zu tun bekommt. Diese Demonstration sollte dieses Manko beheben. Ihr wollt Agent Delocon. Ihr wollt mich. Ich werde nicht mehr schwer zu finden sein. Ich bin auf dem Dach der Satellitenplattform beim Netzzugriff. Wenn ihr es wagt, aufzutauchen, garantiere ich euch ein Duell auf Leben und Tod. Fühlt euch geehrt. Ha, er ist ein Narr, wenn er glaubt, dass wir in einen so offensichtlichen Hinterhalt hineintappen, oder? Commander Norlin und seine Männer schulden mir ihr Leben. Ruft ihn. Ich fordere es jetzt ein. Super, ich spiele Sekretärin. Also los. Ich habe geahnt, dass ihr euch meldet, Sith. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich darauf gefreut habe. Ich biete euch die Gelegenheit zu Ruhm, der nur wenigen beschert ist. Die Vernichtung eines Sith-Lords. Das habe ich nicht erwartet. Ihr habt definitiv mein Interesse geweckt. Ein Soldat bezahlt seine Schulden. Sagt mir, was getan werden muss. Es scheint, als wäre unser Gegner gleicher Meinung. Deine Bemühungen bleiben nicht unbemerkt. Nomen Kaar war umtriebig. Ich habe erwartet, dass er Vorkehrungen trifft. Gut, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass du überrascht wirst. Es scheint, als würde dein Schiff verfolgt. Ein ausgeklügelter Sensor verfolgt all deine Bewegungen. Ich habe das Signal zu einem Raumhafen in einem Sektor in deiner Nähe zurückverfolgt. Nomen Kaar hat ganz sicher damit zu tun. Das ist wahrscheinlich. Ich habe die Koordinaten an deinen Hauptcomputer geschickt. Begib dich dorthin, docke an die Station an und hinterlasse einen bleibenden Eindruck.